Ach, dann schauen Sie sich doch mal unseren Silbertrabi hier an. Auf den haben wir noch 16 Jahre gewartet. Ach, wir haben ihn liebevoll Berthold genannt. Und mit unserem Berthold genießen wir heute die Reisefreiheit in der DDR und fahren nach Dresden. Auf hier standen aus unserem Vier-Sterne-Haus, ja, der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, wir sind der Mühli und wir gucken heute mal, wo wir bis hinfahren. Ja, unser Weltklasse-Trabi ist hier draußen hingestellt. Oh, was war das jetzt? Was war das jetzt? Ja. Die Türen lassen sich öffnen. Ein, aus, ein, aus. Und sehen Sie mal das hier. Der Platzangebot im Kofferraum. Wahnsinn. So, für unsere lange Fahrt nehmen wir mal ein bisschen Benzin mit, ein bisschen Öl und ein bisschen Wasser. Und ich denke mal, ein, zwei Reifen durften auch mal ein bisschen, falls was schief geht. Das sieht gut aus. Wir dürfen den Trabi auch nicht zu sehr belasten. Sonst ist ja das Gepäck schwerer als der Trabi an sich. Vielleicht noch eine Batterie. Nee. Hallo, hallo Sir, ich bin der Mühli. Guten Morgen, Onkel Lüffi. Ja, warum nicht, ja? Na klar. Naja, wobei, nee, ich mag schon nicht. Ich fahre mal allein nach Dresden. Dann geht's mal los. Nochmal Papiere gecheckt. Portemonnaie, da haben wir 100 DDR-Mark und unseren Pass. Unser Pass, dass wir Einwohner der Deutschen Demokratischen Republik sind. Ah, hier, ja. Ja, und noch unser Betriebshandbuch unseres neuen Trabis. Ja, brauchen wir jetzt nicht, ne? Was war denn das hier? Oh, hier, unser Trabi kommt aus Zwickau. Oh, ist ja super. Das ist Handwerksarbeit der feinsten Gunst. So, dann gucken wir mal, wo wir hinfahren können. Hallo? Ah, hier ist der Schlüssel. Der kommt da rein. Oh, wie eine 1, wie eine Formel 1 waren. Ja, guten Tag, wir würden gerne hier rausfahren. Okay, Liffy, mach mal das Ding auf. Meine Jüde. Hallo, sind wir hier eingesperrt? Okay, Liffy, was ist denn hier los? Ach, scheinbar müssen wir Onkel Luffy mitnehmen. Alles klar. Machen wir das Brett so hier. Hallo Onkel Luffy, ich komme. Mach mal aus dem Weg da. Die Bremsen. Nö. Oh, jetzt spricht er wieder mit mir. Na klar, Glüvi. Komm mit rein hier in die gute Stube.
Na, wie gefällt dir mein neuer Trabi? Auf den habe ich schon 16 Jahre gewartet. Nee, jetzt nicht aussteigen. Ach, nee. So, dann gucken wir mal. Boah, das Ding fährt sich wie N1. Oh ja, die DDR-Straßen sind wieder voll befahren hier. Ab nach Dresden! Boah, wir sind ja schon im zweiten Gang. Wir fahren schon volle 40 Gamma. Fast 40 Gamma habe ich das Ding drauf. Wow. Ja, Glyphi, wollen wir Lied singen? Ja, das mache ich doch. Das ist dann die einzige Straße, die hier ist. Ich habe meinen Trabi liebevoll Berthold genannt. Oh, da ist schon das Panzer. Boah, die Kurvenlage des Trabis, ey, das ist Wahnsinn. Aber nicht in meinem neuen Trabi, bitte, ja. Gucke mal, da hat die Landschaft der DDR. Ist ja ein Traum, ein Träumchen. Oh, da, ey, guck mal, zweites Auto. Oh, ein drittes Auto. Fällt ja gerade auf, wir halten uns ja auch nicht ans Rechtsfahrgebot. Oh, das ist jetzt mal Blinker und oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Boah, unsere Scheibe ist leicht demoliert. Also irgendwie Dreck dran. Oh, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Dresden ist schon mal weit entfernt. Wie ist das hier? Oh, hallo, ich kann nicht mal sehen. Hallo. Ich glaube, es wird mal Zeit, hier irgendwie mal ranzufahren. Hallo, was ist denn hier los? Aber wir haben auch perfekte Sicht, kein Thema. Wow. Oh, hier machen wir mal kurz Pause. Ja, Gülüvi, ne? Das wollen wir mal sehen, ne? Ich schätze jetzt mal kurz nach draußen und schauen wir, was wir mit der Scheibe machen können. Guten Tag, Sir. Leider mussten wir kurz anhalten, aber da haben sie eigentlich genug Platz, um vorbeizufahren. Also da müssen sie echt nicht erhalten. Ja, Hupen bringt jetzt auch nichts. Ja, hier, ich versuche mal die Scheiben sauber zu machen. Was ist denn das? Oh, wir haben eine Wasserflasche. Hallo.
Okay, und Glüffi, wir müssen ja weiterfahren. Das schaffen wir schon noch bis nach Dresden. Davon ist doch schon Stadt. Boah, man muss einfach mal Glück im Leben haben. Ist das schon Dresden? Ja, Lüffi, hier bleibt mal ruhig schauen. Hier ist das mal Shop. Wir brauchen da ein bisschen Lappen, um das hier abzuwischen. Ja, tanken müssen wir auch noch. Oh ja, die Auswahl in der DDR war echt riesig. Guten Tag, voll. Wie geht's? Ich bin der Mili, ich versuche hier Lappen oder sowas. Ist hier der Dampon oder was? Ja, Stoff. Was hat denn ist ein bisschen Stoff? 90 Cent. Könnte ich da vielleicht Rabatt drauf bekommen? Ach, entschuldigen Sie bitte, wir haben unsere Brieftasche im Auto vergessen. Glüffi, machen Platz hier. Nee, ich brauche doch nicht mal Pass. So, da sind wir wieder. Ach, cool. 100 minus 90 Cent sind immer noch 100. So, jetzt haben wir einen Schwamm hoffentlich. Oh, was ist mit unserem Trabi los? Der dampft ja aber ganz schön, ne? Da können wir den Kofferraum irgendwie öffnen. Oh ja, oh ja. Wasser ist korrekt. War der schöne Abend, Trabi. Man kann alles selber reparieren. Naja, ist auch nicht nötig. Mal zu das Ding hier. Ja, wo ist denn jetzt bald Schwamm? Und Glüffi, hast du meinen Schwamm gesehen? Hallo. Da ist er. Oh, funktioniert ja wunderbar. Ja, da geht der Dank mal trotzdem mal jetzt schnell. Oh nee.
Ach nee, was denn jetzt? Wir hängen fest. Ja, guten Tag, Lüffi, wir würden ja einen Rückwärtsgang einlegen. Oh, guck mal da, wir haben Scheibenwischer. Wir haben Licht. Diese Technik. Aber trotzdem hängen wir jetzt hier irgendwie. Super DDR-Mücke. Ja, Glyph, wir können unseren Trabi nicht mal verlassen. Ja, wir können unseren Trabi auch nicht mehr stoppen. Und Glyphi, hilf uns! Ja, irgendwie können wir jetzt nicht mehr machen. Danke, Onkel Luffy, für deine so wundervolle Fahrt. Müssen wir uns ja abschleppen lassen. Ja, Leute, das soll jetzt erstmal gewesen sein von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich werde sicher ein Nachfolgevideo produzieren. Also bleibt gespannt.